schon fast durch. Jetzt kommt der Grey African Haunted. African Grey Haunted. Nee. Oh, das ist aber schön. Ja, oh, danke. Toller Walk. Ja, danke schön. Ja, war wirklich ein toller Walk. Super, gut. Aber du ziehst mal die Arme. Ja. Guck, Elefant. Elefant. Ja, gerade ein Elefant, aber so lang. Ja. Manchmal passieren die besten Dinge einfach vor der Haustür. Ja. Richtig, ja. Ja. Wie war euer Walk? Ja, der Walk, das Schwierigste, was wir heute halt hatten, das war also meiner Ansicht nach die Tracks. Den haben wir, also die Tierspuren. Cheers. Prost, Prost, gell, Fabian. Lass es euch schmecken, habt ihr verdient. Ja. Also Tracking ist wirklich hart. Das ist okay. Hart, vor allen Dingen, weil ja die Spuren nicht so sind, wie sie in den Büchern dargestellt sind. This is the left foot and this is the left hand. Can you see? Long fingers and thumb. Remember that their big toe is still a thumb, eh? Because they are arboreal, they climb trees. So you see, there's the ball, same as ours. There's the heel, same as ours. There's four toes and the thumb. Mm-hmm. And that is literally just his tail. He was obviously sitting here. You see? Mm-hmm. You see how round that is? Mm-hmm. Yeah. Common dacre. Okay. You can see how small his gait is. And there he registered a bit. Coming this way. If it was Steenbuck, the one side would be wider than the other, and the tip. Yeah. Did you just know? I have the same idea again, but it's not. When they damage it, it grows up multi-stemmed like this. Okay? Let's look at the leaves. The leaves are definitely simple. There's the auxiliary bird. So simple, heart-shaped leaves. Look. Das kann man links üben. Vogelstimmen immer anders aus. Kann man so üben über die wir gemacht hatten. Und jetzt sind wir mittlerweile 105 sollen wir haben und jetzt sind wir bei 60. Wir sind bei 60 Vogelstimmen jetzt innerhalb von zweieinhalb Wochen. Vielleicht macht ihr auch ein bisschen zu viel? Nö. Es macht ja Spaß, deswegen sind wir hier. Ja, aber wie gesagt, mit den Tracks macht euch nicht verrückt, das werdet ihr lernen. Ja. Und ich kann euch echt immer nur empfehlen, think out of the box. Guckt euch nicht den Track so genau an und denkt, sondern geht manchmal zur Seite, lasst auch mal die anderen Studenten weg, geht ganz alleine, dann erklärt sich vieles. Ja. Und es wird sich auch vieles wiederholen, das verspreche ich euch. Du musst dir ja vorstellen, wenn man hier herkommt, als jemand, der viel in Deutschland unterwegs ist oder eigentlich fast nur. Ja. Ich war bis jetzt dreimal in Afrika unterwegs und das nur auf Safari-Touren, da lernst du ja nicht wirklich viel. Nee. Da lernt man ja die Namen nah dabei. Und nicht. Aber ihr wart jetzt beide schon auf dem Drive. Also dich habe ich gesehen auf dem Drive. Ja, ja. Ich das noch zweite nicht. Mal jetzt. Wie war es bei dir? Also kamst du klar mit dem Auto erstmal? Ich liebe das Fahren. Okay. Ja, also das mit dem Auto, das macht mir gar nichts aus. Ich bin ja selber in Deutschland auch ganz viel unterwegs und schrubbe so viele Kilometer. Hast auch keine Angst, wenn Elefanten kommen oder irgendwie Respekt? Oder? Ja, da muss man schon gucken. Also das Verhalten von Tieren ist halt, das kann man schon so ein bisschen voraussehen, aber man muss immer am Ball bleiben, weil es kann sich jederzeit was ändern. Und man muss auch die Vögel wissen, anzeigen, ob jetzt irgendwelche Büffel zum Beispiel in der Nähe sind oder Elefanten. Wie anzeigen, so, mit so einer Tafel oder wie? Ja, genau. Die Hallo, jetzt kommt. Schön hoch. Hey, ich bin's. Hey, da ist ein Elefant. Ja, genau. Wie nein, nein, die musst du an der Stimme erkennen. Ach was? Während des Fahrens. Während du guidest, musst du auf Vogelstimmen achten. Okay. Und einige Vögel sind wirklich wichtig, sonst fährst du vielleicht in der Herde von Büffeln rein. Elefanten oder sonstiges und kriegst dann vielleicht größere Probleme. Aber fühlst dich wohl auf dem Wagen, hast keine Angst oder so, weil jetzt sind auch Elefanten, hast du gestern erklärt, in Mast unterwegs sind, die sind alle geschützt. Ja, man riecht es meistens, wenn die in Mast sind oder man sieht es auch an der Körpersprache und dann ist es oftmals besser, man tritt den Rückzug an oder man fährt langsam. Hello and heartily welcome in Pride Lens. I'm Fabian and I'm your nature guide today. And before we start, we have some golden bush rules. You have to, if you have rubbish, give it to me. I take it in this bag, and in the camp, I
get it in the Papiertonne, was ist das? And I never go to this place, Big Leadwood. Oh. Big Leadwood. I think it's a big Leadwood and maybe we want to take a look. Yeah? It's possible? Or it's not a good place to be? Yeah? But I want to see it. Ja, sagen alle nein. Nee, okay, dann. It's again in the morning. No. All stations, Fabian from Echo Training speaking, leave camp in direction east. We've tried the spoonbill. It's a big bird, like an heron, but his bill is formed like a spoon, and he likes to grab the mail. He's going through the bush, you can't see, but he's there, and it's one male or two males. They stay together with many females. Mm-hmm. Oh, it's a big bird. What's in a dead tree at 2 o'clock? Yeah, I got it. Well, it's a little from Echo Training, closing for sundowners on Old Dubai. Die Wild Dogs und so weiter und das Campen. Ja, ihr seid gestern Wild Dogs direkt. Ja, das war toll. Ja. Und dann der Vollmond, das waren wahrscheinlich Werwölfe und nicht Painted Wolves, sondern Werewolves. Ja, großartig. Bloody Moon haben wir gesehen. Ja. Und dann natürlich auch archaische Zelte mit einem Feldbett und ansonsten nichts. Das finde ich cool. Ja. Ja. Das sind Kichererbsen. Jetzt kommt der glückliche Sau. Habt ihr euch das so vorgestellt? Also ihr seid ja wirklich, also man muss ja das doch sagen, also ich habe so ein bisschen mir das Camp angeguckt, es ist ja nur wirklich rustikal, es ist ja jetzt nicht irgendwie... Es ist kein Luxuscamp. Also man muss ja auch wirklich so ein bisschen mit Schlangen dealen, man muss gucken, wo Skorpione sind, Elefanten haben wir gesehen, der große Tosca in Sorini war im Camp. Habt ihr da irgendwie Ängste gehabt oder habt ihr euch das anders vorgestellt? Nee, ich habe mir genau das gewünscht. Ich habe mir genau das gewünscht, also dass hier im Busch eine Schlange sitzt, die man sieht, dass hier ein Wasserloch ist. Ich habe gestern gesehen, du hast ein tolles Foto. Zurück. Ja.
besser ist es. Ich würde sagen, aber ja. Speaking of, also ich düse ja morgen los, bin ganz traurig, euch zu verlassen eigentlich. Ja, und dann werde ich mein eigenes Ding machen, wir werden sicherlich in Kontakt bleiben. Und ich habe gestern zufällig mitgekriegt, also dass ihr plant schon irgendwas in Afrika zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, das ist jetzt ein Sabbatical, Jahr oder zwei Monate und ich wollte raus aus dem Winter. Ihr seid ja jetzt sozusagen in Omikron reingekommen. Ja. Hattet ihr da irgendwie gedacht, nö, da haben wir jetzt Angst vor? Oder wie ist die Stimmung in Deutschland so gewesen? Nee, nicht eine Sekunde. Also in Deutschland wurde das ganz schön aufgebauscht. Okay. Und man hat da sehr viel davon gehört und auch viele Flüge gestrichen und so weiter. Aber sobald man dann hier ist, mitten der Natur, mit den Studenten, dann fällt Corona irgendwie ab. Und alle gleich, dann sicherer kann man eigentlich nirgendwo sein. Aber ihr beide habt euch jetzt, also ihr seid jetzt nicht zusammengekommen. Nee. Ich sehe euch immer zusammen. Nee. Ihr habt ganz viele Interessen, habe ich gesehen. Ihr Laufpfeife. Wir haben uns erst im Hotel kennengelernt. Im Hotel, bevor wir hierher kamen, haben wir uns kennengelernt. Und gleich connected sozusagen. Also wir haben so viele Parallelen. Er trägt dieselbe Uhr wie ich. Okay. Er raucht Pfeife, genau wie ich. Okay. Ja. Wollte Biologe werden, ist Taucher. Ja. Interessiert sich für Vogelstimmen, also da waren so viele Parallelen, dass wir einfach da... Ihr habt gesehen, ihr habt super Equipment dabei, also super befreundet. Beide Fotografen. Ja, ich habe meins gerade im Feld. Und ihr wollt jetzt irgendwas zusammen machen in Afrika, oder wie? Ja, wenn sich das ergeben würde, weil... Also, das steht noch in den Sternen, aber es gibt so einen Plan. Wir hatten eigenartigerweise wirklich beide dieselbe Idee. Und zwar ist unser Ziel eigentlich, klar, diese Ausbildung hier zu bestehen, aber um Nature Guide zu sein. Ja. Wirklich also richtig guiden zu können, musst du die Praxis haben. Das heißt, du musst ein 6-monatiges Praktikum haben. Du musst die ganzen Zertifikate haben, die du brauchst. Du musst da wirklich zertifizierter Guide werden. Und ich zum Beispiel habe dafür nicht die Zeit. Nee. Und es ist auch gar nicht mein Wille. Okay. Deswegen denke ich, auch da spreche ich auch für dich, dass wir etwas anbieten wollen im deutschsprachigen Raum, dass man Leute aus Deutschland zum Beispiel guidet, aber mit einem Nature Guide, der fährt. Voll qualifiziert der, ist. Genau, der voll qualifiziert ist, der durch den Busch fahren darf, zum Beispiel du. Ja. Okay. Der durch den Busch führt. Von mir aus von Dezember bis. Nee, aber diese Kurse, die man dann buchen kann. Ich stelle mir das so vor, dass man auf der Website der Lodge, bei der wir arbeiten, sozusagen buchen kann. Führungen mit Fabian Karl oder mit Jakob Dolder. Ja. Und dann vielleicht auch etwas speziellere Führungen, wo man dann sagt, okay, wir gehen jetzt mal hier nur auf Heilpflanzen oder machen es ein bisschen spiritueller oder wir gucken mal, was auch selten angeboten wird, mal nur nach, ansonsten nichts. Das finde ich cool. Ja. Aber ich habe jetzt auch mitverfolgt, also ich meine, ich habe es ja alles schon hinter mir gemacht. Und ich weiß, wie viel Lernen das ist. Also, ich weiß viele, die dann kommen und sagen, ach, wir machen mal eben einen Field Guide. So ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie hart es ist, nachher auch den Trail zu machen mit Rifle und so. Ja. Wie sieht denn das bei euch? Das habt ihr euch das vorgestellt, dass das so viel ist? Oder dachtet, oh ja, oder es ist zu viel? Ja. Tatsächlich nicht. Also man ist wirklich die erste Woche etwas overload. Okay. Das muss man schon sagen. Ja. Man kommt hierher, alles ist ja neu. Du lernst jedes Blatt neu kennen, jeden Baum, jeden Strauch, jedes Gras, jeden Vogel, jedes Säugetier, alles ist irgendwie Geologie, neu. Stargazing, Biologie, gehört alles dazu. Alles innerhalb von 2 Monaten. Das ist tough. Nicht mal bis zum Examen dann. Und ist schon viel. Aber wenn man sich dafür interessiert, geht das. Und viel Examen, so Richtung Examen, schon ein bisschen Schiss in der Box? Nee. Oder seid ihr da völlig relaxed und sagt... Ja, wir sind ja im Prinzip nicht drauf angewiesen. Nee, das von stimmt. Dem her... Das stimmt. Bin ich eigentlich noch recht entspannt. Wenn es dann soweit sein wird, dann ist der Ehrgeiz da und dann, dann wird man schon angespannt sein. Also die Sprachbarriere macht mir ein bisschen zu schaffen, aber ich denke, dass da auch ein Übersetzungsbuch oder sowas hilfreich sein wird, auch beim Examen, das darf man sicher nutzen, hoffe ich, und dann wird das kein Problem sein. Ja, also ihr fragt auf jeden Fall, also auch beim Navigaten nachher, wenn ihr fahrt, kann ich euch nur den Tipp geben, die Assessoren sind immer auf eurer Seite, aber auch wenn ihr es nicht schaffen solltet, was ich total bezweifelt, weil ihr seid fleißig. Einen guten Guide macht nicht aus ein gutes Examen. Ja. Ein Guide ist einfach der, das habe ich bei euch beiden ja gesehen, ihr brennt für den Busch, ihr seid unfassbar on fire, behaltet euch das. Ja, und, das stimmt. Das macht wirklich richtig Spaß. Ich wünsche euch da ganz viel Glück. Dankeschön. Gegenseitigen Support. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die ganze Zeit dabei. Und don't get bitten. Gut.